Herzlich willkommen zu einem Part von Super Mario 64. Wir müssen noch einen Stern. Und ich weiß auch, wo ich den hole. Ich habe mich ein bisschen umgesehen. Ich wüsste auch, wie ich zu der Stadt komme. Also mit diesem Käfigland. Ich bin falsch. Sehr falsch. Es gibt in diesem Land mit diesen Spinnen, mit diesem, wo man diesen Wasserstand verstellen kann, gibt es ja, kann man ja, da gibt es ja ganz rechts diesen Käfig, wo man nicht zu nicht rein kann. Da kann man mit der Kanone rein. Ja, in diesem Land hier. Ja. Wir gehen aber in dieses Schneeland. Ich habe jetzt geguckt, wo dieses Iglo ist. Und, den Stern hole ich mir noch und dann habe ich 70 Sterne. Und dann ist es okay. Das Iglo ist, glaube ich, hier oben ist das Iglo drauf. Dort oben ist das Iglo drauf, wie ich weiß. Da kommen wir nur mit der Schildkröte drauf. Also müssen wir uns die erstmal holen. Erstmal brauche ich die Schildkröte. Leute, ich verstehe, warum ihr keine Kommentare gibt. Seid ihr irgendwie, ich weiß nicht, könnt ihr euch bei YouTube nicht, habt ihr kein Konto bei YouTube? Oder warum gebt ihr mir keine Kommentare? Das verstehe ich nicht ganz, ja. Ich möchte schon gerne wissen, ob irgendwie, ob ihr bei YouTube, seid oder ob ihr nicht mal kein Konto habt und keine Kommentare abgeben könnt. Ich möchte schon ein bisschen was zu lesen haben. Ihr könnt doch mal was schreiben. Oder wisst ihr, was ich schreiben soll? Das ist alles wunderbar. Nee. Das war falsch. Das war. Wo ist. Moment mal, wo ist das dumme Iglo? Moment mal. Irgendwo, der ist irgendwo hier raufgefahren, auf irgend so ein Ding. Stehen wir, da kann man besiegen, und zwar muss man den das gleiche machen wie bei den Augen, nur rumlaufen. Und dann, die kippen dann irgendwann um. Ja. Habt ihr gesehen, wie er umgekippt ist, also so ein bisschen. Das ist das Viech? Jetzt nicht, da ist das Viech. Hier war ich. Ja. Wo war dieses Ding zum Rauffahren? Ich muss das Level mal verlassen, weil die Schildkröte jetzt weg ist. Aber eben kann man hier rauffahren. Da war es. Da oben, Leute. Da muss ich, rauffahren. Okay. Da oben ist das Ding doch. Nein, zwei fehlen, Leute, ich wusste es immer. So. Ich weiß gar nicht, wie der Ton ist. Ich habe nicht geguckt, wie der Ton ist. Ich hoffe, es ist okay. Und ihr versteht mich. Im nächsten Part sehe ich dann das nochmal richtig einstellen. Ich habe vergessen, meinen Sound vom PC umzustellen. Richtig einzustellen. Aber ja, tut mir leid. Wir holen uns einen Stern und bevor wir dann zu Bowser gehen, werden wir einen neuen Part anfangen. Ja. Es gibt im gesamten Spiel, glaube ich, über 100, ich weiß gar nicht, wie viele Sterne es gibt im Spiel. Verdammt, ich springe hier wieder drüber hier. Bin ich gleich tot.
Jawohl, das müsste reichen, oder? Jawohl. Fast tot. Also gleich hier drüben. Aber erstmal ein bisschen Energie sammeln. Komm! Mario, komm! Fahr. Das irgendwie hier runter. Und zwar so, dass ich die Blumen nicht verliere, die Panzer nicht verliere. So. Jetzt hier rauf. Ich muss da Anlauf nehmen, okay. Da ist Iglo, seht ihr? Da ist das Iglo. Gut, rein. Ich muss, glaube ich, Z kann ich krabbeln, oder? Nee. Wie kann ich denn krabbeln? Nee. Wie krabbel ich denn? So. Okay, bin ich Mario. So. Wir sehen hier den Stern. Und wir müssen auf die andere Seite. Und wir müssen alles auf beiden Seiten von Glasung geben. Es gibt hier irgendwo... Du hast die Bombe für die Kanone. Es gibt irgendwo eine Kappe. Und zwar eine... brauchen wir es auch nicht mehr, aber... es gibt irgendwo eine hier. Die brauche ich. Die brauche ich. Wenn ich die habe, kann ich durch die Wände durchlaufen und mir den Stern holen. Tarnkappe. So. Jetzt können wir überall durchlaufen. Beinahe halt. Wir können den Stern holen. Und wir haben 70 Sterne. Wir können zu Bowser gehen, zum letzten Bowser. Oder? Ja, du hast die Power Sterne gesammelt. Jetzt kannst du das Geheimnis der endlosen Treppe flüchten. Wie zum Random Bowser. Okay. So. Also es wird kein 100% sein. Ich könnte mich alle Sterne sammeln. Nee, es gibt aber, das mache ich nicht, ja. Okay. Also die Musik, wir sind jetzt, komme ich hier oben an. So, das ist Bowser's Endland. Also das ist Bowser. Bevor wir jetzt hier reingehen, mache ich einen neuen Part. Guck schon nach den Toneinstellungen. Und da Leute, bis zum nächsten Mal, nicht vergessen. Müsst ihr immer kommentieren, teilen mit mich, abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.